Also wenn dieser Junge keinen Zweck hat, weiß ich auch nicht Bescheid. Guten Morgen, meine Freunde, was geht ab? Boah, scheiße, leck mir am Arsch, ich bin richtig müde, Leute. Das liegt daran, dass ich gestern erst nicht so schlecht gelaunt am Anfang. Also wir haben, kann man das sehen, wir haben 5.11 Uhr. Es geht, also die Uhrzeit ist okay, die ist jetzt nicht tödlich. Aber ich bin gestern Abend tatsächlich erst um 1 Uhr mit dem Auto hier angekommen. Ist auch eigentlich egal. Meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Das hier ist Wahrheit oder ist es gar nicht. Das ist Instagram bestimmt mein Leben in einer etwas extremeren Fassung. Denn ganz ehrlich, Leute, ich will gar nicht groß drum rumschnacken. Die erste Sache, die ich euch jetzt gleich fragen werde bei Instagram, wer ist überhaupt um 5 vor 11 wach? Kann er kein abstimmen, Alter. Die erste Frage, die ich den zwei Leuten, die gleich zugucken werden, fragen werde. Die werden mal ein bisschen heller drin machen. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Die erste Frage, die ich euch Leute jetzt gleich stellen werde, hat es schon richtig in sich. Deswegen schaut rein, was ich jetzt fragen werde. Und ich bin mir ganz sicher, ich kenne eure Antwort an dieser Stelle schon. Mal gucken. Morgen, Leute, was geht? Es ist 5 vor 12 und damit direkt mal Instagram bestimmt mein Leben direkt um 5.12 Uhr morgen. Ihr dürft heute entscheiden, soll ich einfach heute ganz normal den Tag anstarten oder soll ich mal ganz spontan nach Spanien fliegen, Leute? Ihr dürft unten jetzt abstimmen. Die gute Nachricht aber, meine Freunde, die richtig gute Nachricht. Mein Hündchen ist hier. Dali, ich sei doch mal nicht so kameraschüchtern. Du bist doch eigentlich Kamerastar. Hm? Schon vergessen? Hello there. Alter, kennt ihr das, wenn ihr, habt ihr auch ein Haustier und redet dann immer so komisch? Also ich rede immer so richtig anders mit ihm, so in einer richtig anderen Tonlage. Leute, ich muss jetzt mal wirklich duschen und meine Haare machen. Also ich fühle mich gerade richtig komisch. Ich bin ja ehrlich, man muss diese Folge mit so einem kleinen Augenflunkern sehen. Also jedenfalls jetzt so die erste Entscheidung. Weil, ob das jetzt alles so spontan ist oder ich nicht vielleicht gerade deswegen hier bin und so früh aufstehe, sei jetzt mal dahingestellt. Ich weiß, was ich machen werde, wenn ihr sagt, ich soll einfach normal in den Tag reinstarten. Gut ist, Leute, heute ist Montag. Ein großer von euch wird wieder zur Schule gehen. Heißt, wahrscheinlich stehen wirklich jetzt die meisten von euch so innerhalb der nächsten 1-2 Stunden auf. Und noch geht der Flieger nicht, deswegen mal gucken. Aber trotzdem, Leute, wird diese Folge richtig geil. Weil wir natürlich diesmal, es wird eine internationale Folge, wenn ihr sagt, dass ich nach Spanien fliegen soll. Ich bin aber sicher, ich kann euch gut einschätzen. Wir schauen einfach gleich nochmal rein. So, Freunde, meine Sachen sind gepackt. Für den Fall, dass ihr Spanien sagt, muss man natürlich jetzt schon mal zum Flughafen fahren. Also einfach zur Sicherheit. Hier ist mein Koffer. Ich würde sagen, los geht's. Och nein, Abschied nehmen. Och nein, Dali. Nein. Müssen wir uns jetzt wirklich verabschieden? Ein Kuss noch. Alter, Leute, es ist so dunkel, dass man einfach noch ja nichts sieht. Aber wie schon gesagt, Leute, damit ihr es auch checkt, ich bin mir ziemlich sicher, ein gutes Gefühl dafür zu haben, was meine Community will und was nicht. Und ich glaube nicht, dass ihr am Ende sagt, ja, nee, hier nicht. Aber na gut, ansonsten muss man am Flughafen natürlich mal gucken, was dann abgeht. Aber ja, jetzt erstmal ab zum Flughafen. Übrigens kommt mein Kumpel Dennis mit, falls wir fliegen, und meine kleinen Brüder. Warum das aber so ist, dazu gleich mehr. Hello there. So, meine Freunde, mittlerweile sind wir vollzählig am Flughafen angekommen. Alter, hier glänzt man auch mal richtig schön. Dieses Licht ist immer eine Katastrophe. Der liebe Dennis ist natürlich mit am Start, wie schon angekündigt. Und da hinten noch die ganze andere Mannschaft. Ist natürlich jetzt, ne, wenn ihr euch jetzt dagegen entscheidet, muss ich ehrlich sagen, dann bin ich weg. Ne, dann bin ich weg, wenn ihr sagt, ich darf nicht mehr nach Spanien fliegen. Aber ich bin mir ganz sicher, ich kenne euch sehr gut. Deswegen checken wir jetzt mal das Ergebnis ab. Es ist jetzt 20 nach 6 und ein großer Teil von euch ist bestimmt schon wach, weil ihr zur Schule gehen müsst. Wir schauen einfach mal. So, das ist nochmal eine Story von gestern und jetzt gucken wir mal. Und ich hab's mir schon fast gedacht, Alter, kann das mal bitte ab nach Spanien. Tja, Leute, als hätte ich's gewusst. Deswegen, Freunde, geht es jetzt ab nach Spanien. Freunde, jetzt melde ich mich nochmal vernünftig wieder. Kann man hier eigentlich richtig gerade mich vernünftig sehen? Ich bin jetzt gerade hier in Spanien, wie gesagt eben schon. Und natürlich, Leute, die Reise war schon vorher gebucht. Und zwar ist es so, meine beiden kleinen Brüder und mein Cousin, die sind hier quasi bei meinen Großeltern gerade in Spanien. Mann, das ist schon wieder so dunkel. Und leider ist deren Begleitung ausgefallen. Also habe ich mich bereit erklärt, mit einem guten Kumpel einzuspringen. Und wir machen jetzt auch Urlaub einfach für eine Woche ganz spontan in Spanien. Ja, ich habe schon gedacht, dass ihr dafür abstimmt. Ich wäre natürlich trotzdem gefahren, das muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt die erste richtige Umfrage quasi. Also, wer soll jetzt zuerst fahren? Ich zeige euch mal gerade den Wagen. Das hier, meine Freunde, ist der Mietwagen, mit dem wir jetzt gleich zum Haus von meinen Großeltern fahren. Und, ja, wir werden jetzt mal gucken, wer den zuerst fahren darf. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice. Das ist halt so Nissan Qashqai, SUV-mäßig. Alles gut bei euch da hinten? Ja, Joy. Ja, Leute, und wir werden jetzt mal gucken, wer zuerst fahren darf. Okay, Freunde, wir schauen jetzt mal. Das war die letzte Umfrage und wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ja. Oh, Dennis, da, Junge, wie... Hätte ich gedacht, wie er sich freut, Alter, wie er sich freut. Überknapp. Ist ja aber gar nicht so schlecht, da kann ich ein bisschen entspannen, die Navigation machen und dann würde Dennis zuerst fahren. Also ab in den Wagen. Aber Leute, ich hätte mich auch gefreut, ich hätte mir mal gönnen können, ganz ehrlich, ich hätte mir mal gönnen können. Nee.
Leute, Dennis mit seiner ersten Fahrstunde hier gerade. Ja. Er ist richtig aufgeregt. Ja, ich bin SUV noch nie gefahren, das ist voll heftig. Erstmal Fenster auf. Oh, scheiße. Ja, Leute, wir sind auf jeden Fall unterwegs zu unseren Großeltern. Also, er ist der Einzige, der das nicht sagen kann, aber von uns vieren die Großeltern. Den ganzen Tag dürft ihr auf jeden Fall bestimmen, was so abgeht, was passiert. Habt jetzt schon zwei krasse Entscheidungen getroffen. Es geht aber noch weiter. Mal gucken, wo es als nächstes hingeht. Okay. Dennis wird erstmal richtig langsam hier. Ja, hier ist ein Hubbel. Richtig langsam hier lang. Was geht, meine Freunde? So, ich bin jetzt... Es geht hier ab. Ich bin jetzt hier gerade in der Ferienwohnung von Dennis und mir. Dan, habe ich das schon erklärt. Also meine Brüder und so sind quasi bei meinen Großeltern. Die haben hier so ein großes Ferienhaus direkt am Meer. Wir sind hier in so einer Ferienwohnung, weil wir alle nicht mehr in das Haus reinpassen und so. Und Dennis und ich natürlich auch ein bisschen Ruhe haben wollten. Ja, ach so, und falls ihr fragt, warum ist Denise nicht dabei, sondern mein Kumpel, Denise hat Schule. Und es ist halt gerade, also in Nordrhein-Westfalen sind Ferien, in Berlin aber nicht. Deswegen konnte Denise nicht mit. Ganz kurz mal hier unseren Ausblick zeigen von hier. Ich gehe mal auf den Balkon raus. So, auf jeden Fall sehr nice. Also wir sind hier direkt am Meer. Muss hier quasi nur rübergehen. Und dann ist man da vorne am Meer, was sehr cool ist. Ist so ein bisschen leicht bewölkt. Das Wetter ist nicht besser als in Deutschland. Zumal es hier gerade auch so warm ist. Aber ich finde es so witzig, diese Wohnung. Ich muss es gerade mal zeigen, weil diese Wohnung hier so richtig, richtig lang ist. Also, die ist quasi so gebaut. Die ist nicht quadratisch, wie man das sich vorstellt bei so einem Haus, sondern es ist einfach so mega die Länge gezogen. Guck mal, wenn man hier mal durchguckt, bis da hinten hin, das ist richtig lang. Guck mal, wir gehen einfach mal. Wir laufen und es geht immer weiter hier lang, immer weiter. Hier ist der erste Raum gewesen. Es geht immer weiter und weiter. Und wir können den Flur weiterlaufen und laufen weiter und weiter. Hier ist das nächste Zimmer. Hier ist noch ein Zimmer und wir gehen immer weiter und weiter. Weiter. Hier ist noch ein Zimmer. Weiter. Noch ein Zimmer. Weiter. Und dann sind wir erst hier. Von da hinten sind wir gekommen. Finde ich auf jeden Fall crazy, meine Freunde. Ist irgendwie mehr ein Vlog. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse dafür. Also deswegen. Ich habe übrigens eine überkrasse Ankündigung gerade zu machen. Ich möchte, dass ihr ganz kurz noch zuhört. Und dann geht's weiter mit Instagram bestimmt und so weiter. Und zwar bin ich gerade unfassbar gehypt, was YouTube angeht. Ich habe jetzt diesen Monat Oktober, mache ich ja jeden Tag ein Video. Habe ich jeden Tag ein Video gemacht. Und das Krasse ist, im November machen wir nicht jeden Tag ein neues Video. Oder ich jeden Tag ein neues Video. Sondern wir machen nur noch Sketche, nur noch szenische Videos. Übergeil. Also ich freue mich wie ein kleines Kind darüber. Das sind die geilsten Videos. Macht ja am meisten Spaß. Also nicht mehr so, ich sitze im Zimmer und rede nur irgendein Zeug oder so, sondern es sind einfach so geile Situationen, so Sketche, 10 Dinge, die du nicht tun solltest, 10 Arten von oder typisch Freundinnen, Mädchen, Jungs und so weiter. Einfach als Sketche, als mit lustig, mit Humor und so weiter, was ihr auch immer so hart feiert. Ihr könnt euch drauf freuen, ihr müsst im November jeden Tag einschalten. Jeden Tag wird es einfach ein aufwendiges Video. Also nicht jeden Tag, aber jedes Mal, wenn ich das hochlade. Das genau dazu. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr hier diese lange Wohnung findet. Finde ich auf jeden Fall saugeil. Und ja, wir gehen gleich noch ein bisschen einkaufen, da könnt ihr also ganz viel mitbestimmen. Aber eine Sache dürft ihr auf jeden Fall jetzt gleich schon mal bestimmen. Und da werde ich jetzt gleich die Umfrage zu machen, filme ich nicht mit. Aber ihr dürft entscheiden, ob Dennis und ich in einem Raum zusammenschlafen sollen, so direkt nebeneinander, so richtig süß mit diesen kleinen Bildern, oder ob jeder von uns quasi so getrennt schläft, also in so einem Einzelzimmerbett. Das dürft ihr entscheiden und ich mache jetzt mal gerade die Umfrage. Ein paar Sekunden später. Dennis! Junge, wie weit bist du weg? Ey, kannst du mich überhaupt hören? Ja. Oh, das ist die 100% originale Gucci-Hose, oder? Ich dachte, ich will mal gehen. Hey, ist aber echt eine Fresh-Hose eigentlich. Ist doch mega bequem und ihr habt zwei Taschen. Jetzt entscheidet sich, ob wir zu zweit in dem Bett schlafen oder ob wir heute alleine schlafen. Dennis, komm, du musst gespannt sein, Digga. Warte doch, ich muss doch gerade meine Hose machen. Meine Unterhose sitzt nicht. Es entscheidet sich jetzt und... Oh mein Gott, guck mal. Wir dürfen zusammen schlafen. Findest du, das ist genug Platz oder wirst du mich anfassen die Nacht? Ich möchte anfassen. Denise wird das Video sehen, ne? Echt? Ja. Leute, wir sind jetzt einkaufen und mir ist wirklich was Übergutes eingefallen gerade. Wir sind übrigens hier in so einem spanischen Laden. Mercado? Ich glaube, so heißt es. Nee, Mercadona. Mercadona heißt es. Und ich hatte die Idee, dass ihr mal entscheiden dürft, wer bezahlt. Dennis oder ich? Doch, lasst es machen. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich wette, ihr seid gegen mich, wie immer. Aber ich find's trotzdem spannend, auf jeden Fall. Deswegen, ihr dürft am Ende entscheiden, wer diesen Einkauf bezahlt. Genau. Was findest du super? Sowas, ja. Alter, Dennis ist so begeistert hier vom Einkaufen gerade. Der Laden ist richtig geil. Vor allem, alles ist reduziert. Ich weiß nicht, ob das Dennis ist der größte Sparfuchs, deswegen muss ich wissen, Leute. Alle rot. Aber es ist zu geil. Guck mal, das hier zum Beispiel. Das sind einfach so Mini-Simpsons. Sowas kenne ich gar nicht. Es sieht aus wie Milch. Aber es ist halt so Kekse in so einer Packung. Vor allem, die sind nicht schlecht, ne? Also. So, Freunde, es wird Zeit für eine Entscheidung. Wir haben den Wagen richtig, richtig voll gepumpt. Und Dennis, es entscheidet sich jetzt leider. Sorry, aber ganz ehrlich, wenn die Leute dafür sind, dass du zahlen musst, musst du es machen. Doch, sag ehrlich, machst du es, wenn es rauskommt? Ja, muss ich ja jetzt machen. Wir gehen jetzt meine gesamte Story nochmal durch, okay? Bist du ready für alles? Okay, das war heute Morgen, das war auch heute Morgen, das war der Ausblick, das war irgendwann anders. So und jetzt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Alter, okay, ich bin gespannt, wie viel zusammenkommt. Mein Tipp, das ist safe über 50 Euro. Was sagst du? Ich bin ja Verkaufs- und Einkaufsexperte. Ich denke, das ist so 37. Wir müssen gleich die Quittung hochhalten. Okay, Leute, das ist einfach unter 40 Euro gewesen für so viele Einkäufe. Das geht mega klar, finde ich. Ich habe aber gut geschätzt. Nice.
Ich weiß, Leute, es ist gerade richtig windig, aber mit diesen Palmen und dem Meer und so, ist einfach so richtig Urlaubsfeeling. Also, wir sind ja auch im Urlaub, aber gestern Nacht war ich immer noch in Berlin, deswegen crazy. So, Leute, wir haben das jetzt mal aufgemacht und Dennis, du musst jetzt mal den Geschmackstest machen. Du bist der Erste, der offiziell jetzt probiert, wie diese Mini-Simpsons-Dinger funktionieren. Mach einfach deine Hand auf. Soll ich auch sagen, wen ich hab? Ja, du musst es anders genau sagen, was ist es? Das ist Lisa. Ja? Knackig. Ich glaube, man ist es mit Milch. Guck mal, man ist es mit Milch eigentlich. Das sind Cornflakes. Ach so. Warte. Der Bart schmeckt schon ein bisschen anders. Leute, dann haben wir doch das hier gekauft. Kennt ihr diese Würmer? Einfach das Beste. Und diese freshen Tränke. Heute ist es mehr ein Urlaubs-Unpacking. Einfach so random. Das ist gar kein Instagram. Entscheidet mein Leben mehr. Tut mir leid. Was geht, meine Freunde? Das ist übrigens die Brille, die ich tatsächlich brauche. Also, leichte Sehschwäche ist am Start. Ist auch egal, Leute. Wir sind jetzt gerade unterwegs. Wo sind wir unterwegs? Ach so. Ach, ich hab's gar nicht erwähnt. Es ist der nächste Tag, Leute. Ich hab's gestern schon in meiner Story mich entschuldigt. Das heißt ja eigentlich ein Tag bestimmt Instagram mein Leben. Heute sind es aber zwei Tage im Grunde. Aber wir fahren jetzt in die Stadt. Da könnt ihr nochmal einige geile Entscheidungen treffen, auf jeden Fall. Und, let's go. Leute, wir sind jetzt hier in so einem Todesramschlag. Ich muss euch einfach gerade mal mitnehmen, das ist zu witzig. Sag mal, warum wir hier sind. Wir sind hier, weil, weißt du, er ist ja der übertriebene Sparfuchs. Und er hat so Bazar gelesen. Er dachte, das wäre wie so ein türkischer Bazar, wo man hier tausend Sachen billig kriegen kann. Ist natürlich nicht so. Bazar heißt Küchenware. Das hat er gelesen. Auf jeden Fall, Leute, sind hier so voll die geilen so Schläger und alles. So voll die. Das ist hier wie im Schlaraffenland, Alter. Das ist so ein Ramschladen, der alles hat. Wisst ihr, Leute, was ich meine? Der hat jeden Scheiß so. Aber es fühlt sich einfach richtig gut an. Und ich würde sagen, hier kann man perfekt nochmal so ein bisschen machen. So, soll ich das kaufen? Soll ich das kaufen? Bis jemand entscheidet. Ich glaube, das geht hier sehr gut. Okay, Leute, wir haben die nächste Umfrage gemacht. Auch zu geil. Und zwar, wer dieses Letzte in den Tag übertragen soll. Das ist auch geil. Einfach dieses I love Mom. Wir haben jetzt gefragt, Jonas oder Dennis. Ich werde gleich die ganzen Sachen abrufen. Aber wir gehen jetzt erstmal durch den Laden. Deswegen, ich habe noch 4% Akku und Dennis hat kein Internet hier. Ich hoffe, das hält alles. Ja, dieses Letzte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr für Dennis abstimmen werdet. Mal gucken, ob wir hier noch mehr finden, was ich kaufen kann. Das Geile ist, die Läden sind hier so unnormal leer. Und das juckt auch niemand in mich, wenn ich so vlogge. In Deutschland so, alle Läden sind so voll. Guck mal richtig dumm, wenn man hier so vloggt. Hier ist scheißegal alles, Leute. Scheißegal. Der ist voll süß, Alter. Ich glaube, ich kaufe mir mehr. Oder der. Oh mein Gott. Leute, wer hat mehr Swag? Der hier oder der da? Nein, zieh doch mal die eine Cap von eben an. Guck mal, andere tragen so Armani, ich trag X-Name. Komm mal, wenn man keinen Bock mehr auf jemanden hat. I am the one, the one. Leute, wenn dieser Junge keinen Swag hat, weiß ich auch nicht Bescheid. I am the one, the one. Leute, mit dieser Art von Bauchtasche hat man Swag. Mit dieser Art von Bauchtasche, die ein bisschen größer sind, hat man noch viel mehr Swag, als wenn man die sich hier umhängt. Aber das ist Maximum Swagness. Okay, Leute, es wird Zeit für Ergebnisse. Also fangen wir an und checken mal aus, wie es aussieht. Hier, was sagen wir, blau oder gelb? Ich fand eigentlich den gelben ganz geil. Also okay. Besser. Okay, machen wir gelb. Okay, leider hat blau hier gewonnen. Blauer Schläger auf jeden Fall. Nein! Ich muss es tragen, Alter. Jawohl, du darfst es dir kaufen. Mach ich gerne. Okay, Ergebnis haben wir, Leute, dann let's go, würde ich sagen. Dieser Moment, wenn man sich da schon so ein bisschen dumm vorkommt, irgendwie, wenn man das da sieht, dann aber halt selber so aussieht. Irgendwie hat es auch richtig Swag, Alter. Leute, wir haben auch die blauen Schläger hier geholt, die nach Abstimmung. Und natürlich hier die schönen Bälle dazu. Und ich glaube, wir werden heute Abend noch eine Runde spielen, auf jeden Fall, weil ich feiere das richtig, Alter. Kennt ihr das, dieses Beachball und so? Was machst du eigentlich jetzt mit deinem Hündchen? Ich mag den, Alter. Ich hätte mir den doch so gekauft. Die brauchten gar nicht abstimmen. Immer unter den Wagen. Habe ich schon im Vlog gezeigt. Ganz ehrlich, fahren lässt er sich nicht so krass. Also jedenfalls im Vergleich zu anderen Autos. Wobei, da kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Aber die haben wahrscheinlich die günstigste Ausstattung, was jetzt auch nicht dramatisch ist. Von außen finde ich, sieht der nur echt sehr schick aus in diesem Rot. Aber ja, Nissan Qashqai auf jeden Fall eigentlich ins Fresh so. Ja, Freunde, das war eigentlich ein ganz witziger Tag. Guck mal, hinten sieht es auch schon wieder so schön aus mit dem Sonnenuntergang hinten an den Bergen. Oh, warte, wir müssen mal gucken. Dennis hat gerade was Süßes gemacht. Wie süß das von vorne aussieht. Was denn? Als würde er wirklich fahren. Er braucht noch einen Namen. Ja, dann gib ihm doch einen Namen. Komm, wir fahren. Okay, bis später, Freunde. Bye. I love my mom, I love my mom, I love my mom, I love my mom. So, Freunde, ich bin jetzt gerade hier im Schlafzimmer wieder angekommen. Und eigentlich wollte ich das eben schon machen, in der letzten Sequenz. Und zwar das Video langsam mal beenden. Wir waren an ganz vielen Stationen und haben jede Menge erlebt. Ich hoffe, dieses Instagram bestimmt mein Tag hat euch heute gefallen. Wenn ihr auf jeden Fall gerne Daumen nach oben geben, wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin, alles Gute und bis dann.